Oh yes, Digga, oh yes. Oh yes. Herzlich willkommen bei einem neuen Vlog. Es ist ja bald Fasching, in einer Woche jetzt. Und jetzt gehen wir in die Stadt und suchen mal was, was wir dafür benutzen können für Fasching. Also, oh ja! Ich würde gerne als Vampir gehen, also gucken wir mal, was wir da so finden. Nick. Ich habe mir heute bei Lidl, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Pure Tea geholt. Schmeckt eigentlich ganz in Ordnung, aber irgendwas fehlt. Ja, machen wir dann auch Zaun. Nee, inwiefern Genetik? Ja, der Zucker fehlt, ne? Ich schwöre, der Zucker fehlt. Es schmeckt halt wirklich. Oh, da steht auch 0 Kalorien, 0% Zucker. Oh, 0%. Ja, Moment, Digga, ihr habt recht, der Zucker fehlt. Habe ich gar nicht drauf geachtet, dass ich das gekauft habe, ehrlich gesagt, Digga. Und jetzt gerade geht mir so ein Licht auf, warum das so komisch schmeckt. Also boah, Vampir habe ich mich auch mal verklärt, aber an Halloween. Fasching war immer Fußballer, also Karneval oder Fußballer oder Cowboy. Cowboy bei mir auch damals. So, womit man seine Haare so färben kann, grau, so. Weiße Schminke für das bleiche Gesicht vom Vampir. Und ein bisschen Kunstblut. Ich gucke jetzt noch aber ein bisschen weiter, ob ich vielleicht noch. Da mal so geil nach Masken zu gucken. Dafür finde und sehen wir mal weiter. Nee, Blackie ist da. Ja, wo sagt man eigentlich Fasching? Wo sagt man Fasching? Ich kenne das auch nur als Karneval. Blume geholt, weil ich meine, wenn ich mir eigentlich nicht. So einen altmodischen möchte ich ja machen. Also ist jetzt für mich nur in so, Bayern sagt man Fasching. Ich mir dann im auch, Norden dass auch. Dass eine Rose dabei hat oder irgendwie eine Blume. Ja, okay, die kommen ja aus Bremen. Ich habe so eine Kette geholt, weil ich glaube, das passt gut zum Vampir, meiner Meinung nach. Blackie schreibt, ich denke, du meinst King Blackie. Und er kriegt erstmal direkt über die Kanalpunkte einen Timeout. Ja. Ehre, Digga, das ist der beste Chat. Und dann sind wir, glaube ich, auch fertig mit dem Kostüm. Finde ich aber auch nice. Damals gingen die Videos 12 Minuten und jetzt gehen sie immer so 20 Minuten. Perfekt, Digga. Das ist eine gute Entwicklung. Nächstes Jahr dann bitte ab nur noch 30 Minuten Minimum. So, wir sind jetzt auch fertig mit dem Gucken. Und ich bin, glaube ich, ziemlich zufrieden mit den Sachen. Und ja, dann gehen wir jetzt nach Hause. Kleine Planänderung. Ich treffe noch jemanden an der Schlachte hier schön. Und ja, würde ich mal sagen. Schlachte ist der Fluss, oder was? Schlachte. Gehen wir mal zu derjenigen Person hin. Ja? Hi. Alter, wie geil. Oh mein Gott. Wie geil ist das Restaurant? Guck mal. Da sitzt du einfach in so einer eigenen Kabine. Sieht voll geil aus, oder? Wie so ein Zugabteil, ja. Finde ich voll nice, weil ich muss sagen, mich nervt das in meinen Restaurants voll, wenn dann immer da so Leute so laut sind und so nervig. Und hier einfach so ein eigenes, das sieht voll geil. Läuft die Kamera? Ja. Oh. Ja, Feierabend. Also nur zur Erklärung ganz kurz, es ist nicht normal, dass ich hier zum Feierabend mit einem leckeren Getränk sitze. Es ist nämlich etwas Schlimmes passiert. Ich hatte nämlich vor einigen Tagen einen extrem starken Husten von John angesteckt wahrscheinlich. Das war jetzt gar nicht so schlimm, aber... Das war, bevor ihr jetzt alle Corona-S schreibt, das war vor 2 Jahren, also da. Alles fein.
Ich habe dann festgestellt, dass ich kein Bier mehr mag. Das wäre generell auch nicht schlimm, aber da ich von Beruf Brauer bin, ist das schon schlimm. Und ich habe dann festgestellt, dass schon der Geruch von Bier mir irgendwie Unbehagen bescherte. Mittlerweile geht das wieder. Das ist zum ersten Mal heute. Ich kann das einfach so gar nicht nachvollziehen, weil ich fühle Bier einfach nicht. Wenn ich das sehe, dann würde ich auch niemals so denken, boah, voll geil, würde ich jetzt gerne einen Schluck von trinken. Ich finde Bier einfach so mega eklig. Dass es nicht mehr so eklig riecht. Ich finde Bier auch nicht so erfrischend oder so, keine Ahnung, ja. Ja, ihr ganzen Säufer im Chat, ihr braucht euch jetzt nicht getriggert zu fühlen. Und auch der Geschmack hat sich... Ja, vielleicht war irgendwas... Hallo. Ja, voll geil, das Restaurant. Hallo. Ich hätte gerne ein Cappuccino. Ja. Eine Cola. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Prost. So, bis zum Fasching dauert es ja noch ein bisschen. Haben wir erstmal noch viel Zeit für andere Dinge. Zum Beispiel für unsere Spielkonsole. Junge, es wird GTA gezockt. PlayStation 4. Oh. Und Dann machen wir nach unten. Meine Lieblingsspiele ist und bleibt GTA. Ich habe es schon mal durchgespielt. Jetzt habe ich wieder von vorne angefangen, alles gelöscht. Und da ja schon oft der Wunsch kam, dass ich mal so eine Art Let's Play machen sollen, machen wir es mal so ganz kurz. Denn ich habe hier eine Mission, die ich beim ersten Anlauf nicht geschafft habe. Und John hatte mich fast ausgelacht. Also, naja, er hat das Spiel schon mal durchgespielt und hat er alles vergessen. Ja. Und ich spiele das Spiel auch schon ein bisschen länger und bin ich ja halt auch ein bisschen, kann man jetzt mal sagen. Da ist das Boot. Ja, das müssen wir holen. Das Boot müssen wir holen. Da ist es schon schwer für mich, muss ich ehrlich sagen, da hätte er herzukommen. Also mit Autofahren, das mache ich ja immer da. Ja, ja. Also John darf ja auch GTA spielen. Gib Stoff! Aber, wie gesagt, nicht alles. Aber dieses hier, was das ist dein Boot, Stefan. Das hier zeigen, ist laut meiner Erinnerung absolut unblutig. Du musst also erstmal jetzt hier ans Boot rankommen, dass der eine Typ da rauf klettern kann. Ja, stimmt. Der GTA ist so ein geiles Game. Scheiße, bin GTA 6 endlich raus. Wow, du hast runtergefallen. Ja, ja, ja. So. Diese kleinen Details auf. Oh, 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 oh. Sag mal. Das erste ist ja schon mal geschafft. Jetzt ist das Verkehrschaos hier. Und jetzt muss man diesem Boot weiterhin folgen. Und dann soll man den einen Typen, der da drauf ist, erschießen. Und das. Moin, Max. Schaffe ich also überhaupt nicht. Also. Ich meine. Kann man ja schon verstehen, wenn man es wieder mal ein bisschen neu spielt, wenn man alles vergessen hat. Ja. Ich glaube, ich alles von vergessen gehabt. Also. Was ist denn? Ich glaube, da fällt. Ach so. Oh! Junge, wie er extra nochmal drüber fährt und 10 Sekunden vorher gesagt hat. Also ich erinnere mich an die Mission, hier ist nichts blutig. Das von vergessen gehabt, also. Was ist denn? Ich glaube, da fällt. Ach so. Guck mal hier, er wird voll vorbeifahren, er fällt extra links. Ja. Guck mal, John. Hast du den Schall gehört? Ich war doch voll. So, jetzt? Voll am Schwitzen. Jetzt muss ich irgendwie schießen. Wie viel schießt man jetzt? Die Pistole? Warte mal, mit L1 kannst du zielen und mit R1 schießen. Weil ein ab! So eine Tussi, die hat einen Pferdeschwanz. Ach so, da. Und wie schieße ich dann? Ja, mit R1. Oh, wo zählst du hin, Digga? Oh mein Gott! Das ist schon die Schwierigkeit für mich, dass. Oh. Elefantenrennen hier auf der Autobahn, sowas gibt's doch nicht. So, wir schaffen es auch diesmal wieder nicht. Oh. Was heißt denn wir? Also ich. Ja, du bist gleich dran. Jetzt gib ihm ein Handy. Oh, wo zählst du hin? Nein! Oh mein Gott! PP Game! Was ist das hier? Achso. Hättest du einen Innerpunkt, dass man da schon dieses Mist. Vorbei oder was? Gut, also ich hab's wieder mal nicht geschafft. Jetzt wollte John das mal probieren. Okay. Komm, John. Mal sehen, wie das ist. Franklin ist tot. Erneut versuchen. Und dann geht's weiter. Also ich hoffe jetzt nicht alles von vorne, aber mal sehen.
Na doch, auch ganz gut, ja. GTA ist so ein geiles Game, die Missionen machen so Bock. Ich krieg halt auch wieder ohne Scheiß. Ich sehe das und krieg einfach Bock, die GTA-Story zu zocken. Na okay, es geht ein bisschen zumindest, aber ich will einfach ein neues GTA. Also ich bin ja ein großer Los Angeles-Fan und New York-Fan und diese beiden Spiele, GTA 4 und 5, die spielten ja in New York und Los Angeles und ich finde ja was sehr toll hinbekommen, die Gegend, dass man es wiedererkennt. Alleine wie viel Bock das in meinem GTA macht, seine Autos zu tunen und so, das ist auch schon so geil. Ach geil, Leute. Holst du dir die PS5? Vermutlich schon die. Moin Mats. Also bei der Mission, als ich sie zum ersten Mal gespielt habe, ist mir die... Bam! Junge ist genauso rübergerast. Jetzt musst du den anderen Typen da erschießen. Ich bin gespannt. Er macht das. Ich bin zuversichtlich. Ich muss dir im Auto gar nicht. Oh, oh. Erschossen. Das kann ich machen. Das hat keine 2 Sekunden gedauert. Siehst du? Der ist sogar runtergefallen. So, und jetzt? Wie kriegt man das Boot jetzt wieder? Weiß ich nicht. Mal sehen, wie es weitergeht mit der Mission. Jimmy ist da auch. Ah, nee, das ist die Mission, wo Jimmy entführt wurde. Oh, nee, fall nicht runter, Jimmy. Da ist er mit wirklich. Oh! Da ist er mit wirklich James. Wie könnte man da reinfahren? Habe ich auch erstmal gehört, James. Aber. Ja. Wenn fast. Oh, wie fährst du, John? Aber wenn Jimmy jetzt runterfällt. Du laberst auch gerade zu viel. Das wär's. Ja, du musst ja irgendwie runterfahren, ne? Oh. Mann, das Auto war am Weg. Dumme Autos. Eine Führung des Ernst. Okay, Oh. Oha. Eingekommen, ne? Ja, es war anders knapp. Naja, nicht blutig, war vielleicht ein bisschen untertrieben, aber es ist nicht so schlimm, dass man es nicht... Also da gibt es schon Schlimmeres. Ja, genau. Sagt dir der 9-jährige John. Ja. Was heißt denn der jetzt so? Komm, Franklin, raus hier. Was mit dem Boot? Ja, gut. Ja. Ich hab's geschafft. Tja, du hast es geschafft. Alles klar. So, wir gehen jetzt in die Stadt, weil für mein Kostüm haben wir natürlich die wichtigste Sache vergessen. Das Gebiss für den Vampir, weil ich meine, diese Vampirzähne muss, glaube ich, jeder Vampir haben. Darum gehe nie mit deiner Mutter ein Kostüm kaufen, schon gar kein Vampirkostüm, denn sie ist echt der Meinung, er braucht kein Gebiss. Ja. Ja, die Simone Frons auch schon vor 2 Jahren. Fand ich auch voll komisch, aber gehen wir jetzt erstmal in die Stadt und kaufen das Gebiss. Die Zähne reinzutun war immer richtig eklig, das stimmt, Chat. Draußen ist es wirklich kalt. Ist nicht so ein Schmuddelwetter, aber ein richtig schönes Winterwetter. Jetzt nicht falsch verstehen, der Sommer gefällt mir auch sehr gut, aber ich meine nur, dass es draußen aber auch sehr schön ist im Winter. Das Gebiss, das ich schon gestern gesehen habe. Nur, ich konnte es kaufen. Hätte lieber hier nur so Dinger genommen. Jetzt habe ich es ja und gehen wir erstmal zu Nightbot is back. Pock. Pass und bezahlen lassen. So, jetzt können wir das Thema Fasching wirklich erstmal zu den Akten legen, bis es soweit ist und du dein Kostüm anziehst. Ja,
Also ich freue mich schon auf den Dienstag, an dem Fasching gefeiert wird. Also bin schon richtig neugierig. Jetzt bin ich wieder zu Hause und es ist jetzt schon etwas später. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir den Vlog. Dieses Mal war vielleicht ein bisschen viel Let's Play, aber mit dem Wetter draußen ging das. War doch so ein Eis. Ist auch nicht so gut. Wenn es euch gefällt mit dem Let's Play, könnt ihr es ja in meinen Kommentaren. Fasching ist Karneval. Schreiben. Wenn euch das Video auch so gefallen hat, könnt ihr es uns natürlich auch mit einem Like zeigen. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Oha, ich habe vorhin das Video gar nicht geliked, glaube ich. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss!